So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Feeds Beast Infinity Wolf Skylock Expert Mode. Ja, ich werde sicherlich irgendwann mal vergessen, das Intro einzublenden. Oder kann es ja immer noch nachträglich schneiden. Ja, auf jeden Fall, ich stehe hier bei unserer alten Draconium Farm, die ich mal gebaut habe und nie eingeschaltet habe. Und hier haben wir schon ein bisschen Stuff drin, übrigens. Ich brauche mal ganz eine Chest, in der ich einfach die ganze Scheiße mal abladen kann. Das packe ich mal alles hier so hin. So, das kommt hier rein, das kommt darin. So, wunderschön aufgeräumt. Ja, natürlich alles in meine Äschen stopfen können, aber egal. Bam. So, dann nehmen wir ganz alles raus. Und ich würde mal sagen, funktionierten die auch? Kabelstrom wird produziert. Geht hier durch und hier rein. Der Cobblestone wird eingeschmolzen zu Lava und wandert hier in dieses Fass rein. Und wenn die Lava dort voll ist, müsste dort eigentlich Redstone erscheinen. Müsste da eigentlich Redstone reinkommen. Aus diesem Fass eigentlich. Ich hoffe mal. Wäre jetzt mal die Zahl 16.916. 16 und 16, easy. Das muss dann hier rausgezogen werden, weil der steht hier auf In and Out. Extract ist alles active, sehr gut. Ja, mal schauen, ob es funktioniert. Schreiben mal. So, 61, 62, 63, 64. Übrigens, darunter ist ein Item-Duck, der das aufsammelt, übrigens, ne? Hätte natürlich auch anders machen können, aber egal. Beziehungsweise hätte ich nicht, weil Output ist nur unten vom Barrel. Und komm schon, 80%, Junge. Boah, so langsam wie diese Farm funktioniert. Alter, au. Würde Jahre dauern. So, Netherrack. Das müsste jetzt eigentlich abgepumpt werden oder auch nicht. Okay, warte. Warum wird das nicht abgepumpt? War doch klar, dass da noch irgendwelche Schwächen sind. Hier. Always active. Netherrack wurde abgepumpt. Wurde hier gequatscht. Und wird jetzt gesiebt. Oder pulverized. Eher. Wird jetzt hier gesiebt. Und dann erscheint Stuff. Mit geringer Wahrscheinlichkeit. Wir haben unser allererstes Ardite-Ohr 100% vollautomatisch hergestellt, Leute. Und hier, also das geht so langsam. Aber auf die Zeit wird natürlich sehr viel da rauskommen. Aber wir haben jetzt hier schon ein bisschen Stuff. Das hier kann ich gerade mal ganz gut. Ich könnte mir vielleicht mal alles hier zusammenquaffen, was hier noch ist. Hallo. Hallo? Danke. So. Übrigens, was ich auch mal mache, kannst du ganz gern, ich habe ja hier unseren Hammer. Habe ich einfach mal 64 Forge Upgrades drin und 64 Spear Upgrades, der verbraucht uns jetzt 1180. Bam. Einfach mal so. Wir haben ja genug Sporn. So, das kommt jetzt hier raus. Und wir haben einfach mal aus 4 25 hergestellt. So. Also noch ein bisschen mehr Kobalt. Habe ich noch mehr Kobalt. Aber das brauchen wir erstmal alles gar nicht. Wir brauchen nur Draconium und Viritil. Aber wofür? Kann man das vielleicht noch eigentlich vervielfachen? Smelting kriegt man einen raus. QED kriegt man drei raus. Aus dem QED kriegt man drei raus. QED, Quantum Enrichment Device, oder wie man es auch nennen kann, Quark Electron Director, oder wie man es auch nennen kann, Quantum Enrichment Device. Man kann es aber auch Quail Eating Ducks nennen, was? Oder natürlich auch Quiet Elegant Device. Ah, Quacky Ender Device, Alter. Quad Award Demonstrantum. Ich muss unbedingt mal Quantum Entanglement Diviner. Quantum, Quail Eating Ducks. Ich muss unbedingt die Textdatei finden. Quite Elegant Device.
wo hier alles drinsteht. Ich will unbedingt. Was war das denn da gerade? Ich will einen bestimmten Satz haben. Nämlich, da steht manchmal auch quite elegant decoration. Das hatten wir noch gar nicht. Das ist eigentlich die größte Wahrheit hier. Weil die nach einer Zeit, nachdem man es eigentlich nicht mehr braucht, einfach zu einer quite elegant decoration wird. Aber egal, dann smelten wir es einfach nur ein. Wie viel haben wir denn? 17. Ist nicht sehr viel. Gleich haben wir so noch 18. Ist auch nicht sehr viel mehr. Gleich haben wir 19 bis 20. Ist auch nicht sehr, sehr viel mehr. So, einmal hier durch. Dann haben wir jetzt 20. So. 20. Ich würde das gerne. Weißt du was? Wir craften uns gerade mal ganz, ganz schnell die Quadric Equation Device. So wird die hergestellt. Oh Gott. Ich craft die mal in einem Zeitraffer, würde ich sagen. In der Fuse Obsidian ist ja das Einfachste. Ich craft die einfach mal schnell im Zeitraffer. Ich schaue mal, was uns fehlt. Uns müsste eigentlich relativ viel fehlen. Uns fehlen. Ja genau, uns fehlt das und das beides. Okay, keine ändern Fused Obsidian, das geht super schnell. Ich würde mal sagen, Zeitraffer, bis gleich. Okay, ich habe gerade erfahren, dass es noch eine Dreiviertelstunde, bis der Scheiß fertig ist. Nein. Okay, weißt du was? Dann mache ich es eben jetzt gerade mal ganz schnell. Was hier eigentlich, weißt du was? Das brauchen wir noch gar nicht. Ich greife gerade viel zu weit. Wir haben ja in dieser Kiste hier, das ist ein bisschen Iridium. Ist auch nur ganz wenig, was wir hier drin haben. Und davon werden wir jetzt erstmal einen Stack brauchen. So, ich mache kurz hier genau in der Mitte raus. Hier könnte ich ja vielleicht gerade mal ganz kurz nochmal einen produzieren. So. Denn für mehr reicht das Iridium-Material nicht. So, wir haben jetzt einen Stack Iridium-Ohr. Und was wollen wir machen? Eine Quantum-Suite. So. Stimmt, Quantum-Suite heißt ja insgesamt. Oder, weißt du was? Das ist jetzt das Ende dieser Folge. Eigentlich, das Quantum-Entanglement-Device ist weg. Eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen. Da ist es schon wieder. Ja, aber da es eine Dreiviertelstunde dauert, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, ich will die Quantum Suite machen. Aber wofür dann das ganze Draconium? Was kann man denn mit so einer Quantum Suite alles anstellen? Eine Viva-Rüstung. Was kann man mit der Viva-Rüstung so alles anstellen? Ein Draconium Chestplate. Und eine Draconium Chestplate ist ein Achievement. Wir brauchen also für ein Achievement eine Draconic, eigentlich nur eine Draconic Chestplate. Aber ich mache eine gesamte Draconium-Rüstung. Daher, und da das schon eigentlich das Format einer gesamten Folge ist, würde ich mal sagen, das war's jetzt. Übrigens, ich habe gar nicht erklärt, worauf ich hier am Ende dieser und der letzten Folge gestanden habe. Ich habe hier neue Crafting-CPUs angebaut. Insgesamt 6 Stück. Die haben alle auch noch Monitore. Das sind alles hier 3K Crafting-Storages. Damit ich hier genug Stuff habe. Jetzt habe ich insgesamt 8. Und ich habe hier dazu eine Achievement-Einkaufsliste gemacht. Für den Elven Gateway Core brauche ich eine Zunge eines Hundes und die Wolle einer Fledermaus. Und wenn man hier mal drin schaut, in der Server-Info. Nein. In den Tipps muss es, glaube ich, sein. Guide. Tipps. Mopfans. Wenn wir hier mal ganz gut schauen. Vollstens under minus 64 werden Fledermäuse spawnen. Unter minus 64. Was steht denn hier alles? Okay. Logistic Pipes, Storage Doors, Time Gates. Aha. Machine Frames, Iridium. Ja, genau. Oh, dreiviertel Stunde, Alter. Ja, okay. Aber ja, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ciao.